Seit Jahrtausenden befinden wir uns eigentlich auf einer Reise in die Weite der Welt und in die Weite des Weltalls. Und ich wollte immer mitreisen in diese Unendlichkeit, bis zum Ende von Raum und Zeit. Und eines der faszinierendsten Objekte in diesem unglaublich großen All sind schwarze Löcher. Sie sind das Ende von Raum und Zeit. Da, wo alles verschwindet, wo die Zeit aufhört, wo Materie hineinfällt und nicht wieder hinauskommt, wo Licht hineinfällt und nicht wieder hinauskommen kann. Aber es waren eigentlich immer nur Fantasie. Es war ein Gedanke, eine Theorie von Albert Einstein, aus der schwarze Löcher hervorkamen. Ich wollte sie sehen. Ich wollte sehen, wie so ein schwarzes Loch aussieht. Sind sie echt da? Und das sind die großen Fragen der Physik, die uns jetzt noch beschäftigen. Was liegt hinter schwarzen Löchern? Was liegt vor dem Anfang des Universums, dem Urknall? Werden wir das jemals erfahren können? Oder wird es für immer vor uns verschlossen bleiben? Wir haben das ganze Weltall erobert und stoßen jetzt an unsere Grenzen. Werden wir sie jemals durchdringen können? Ich glaube, wir sind von Eroberern wieder zu Suchenden geworden, die neue Fragen stellen müssen. Und diese Reise von den ersten Fragen bis hin zu den letzten Fragen, die wir jetzt aufwerfen, die beschreibe ich in meinem Buch.